16.000 Kilometer. So lang ist das Radnetz in Rheinland-Pfalz. Das entspricht der Strecke von Mainz nach Sydney. Und wir wollen dieses Radnetz besonders für die Alltagsmobilität weiter stärken. Im Landeshaushalt steht so viel Geld wie noch nie für Radwegeausbau bereit. Und wir haben die Planungskapazitäten über regionale Radteams deutlich verstärkt. Und es gibt noch so viel Potenzial. 40% aller Autofahrten sind kürzer als 5 Kilometer. Eine Strecke, die man auch gut mit dem Fahrrad fahren kann und in der Stadt sogar schneller unterwegs ist. Durch E-Bikes werden zusätzlich mittellange Strecken auf dem Land und in bergigen Gegenden beliebter. Menschen fahren dann Fahrrad, wenn sie sich sicher fühlen und Radfahren komfortabel ist. Radwege dürfen nicht plötzlich im Nirgendwo enden. Es darf kein Rad mehr am Bahnhof geklaut werden. Es darf kein Überholmanöver von einem Autofahrer einem mehr Angstschweiß auf die Stirn treiben. Dafür bringen wir unseren Radantrag auf den Weg. Für ein sicheres Wegenetz, auf dem Menschen tagtäglich schnell und bequem von A nach B kommen. Wir geben dem Radverkehr in Rheinland-Pfalz Rückenwind.